Hey, hey, zu einem neuen Video. Heute besuche ich Smolands größten Weihnachtsmarkt. Zumindest behauptet man hier, dass es der größte Weihnachtsmarkt in Smoland ist. Ich lasse mich überraschen. Aber bevor ich losfahre, möchte ich mich bei euch bedanken für die unzähligen Zuschriften betreffs meines Gewinnspiels aus dem letzten Video. Seid mir bitte nicht böse, dass ich nicht alle E-Mails beantworten kann, weil es so viele waren. Was mich natürlich auch total freut. Und am nächsten Sonntag, also im kommenden Video, werden die Gewinner bekannt gegeben. Wer also noch mitmachen möchte beim Gewinnspiel und einen lustigen Schwedenroman gewinnen möchte, der hat noch bis zum 26. November Zeit. Das Video dazu verlinke ich euch unten in der Infobox. Dazu sage ich schon mal viel Glück. So, und nun geht's los zum Weihnachtsmarkt. Ich besuche sehr gerne schwedische Märkte. Vor allem, weil sie meistens traditionell abgehalten werden und ich mich immer fühle, als würde ich in vergangene Zeiten eintauchen. Ich habe mein Ziel erreicht. Nach einer Stunde Fahrzeit, denn ich wohne etwa eine Stunde weiter nördlich von hier. Hinter mir seht ihr das Schloss Hüseby. Ich bin in Hüsebybrück und hier soll der größte smoländische Weihnachtsmarkt sein. Und ich bin sehr gespannt, auf welche Menschen ich treffe und was hier für Kunsthandwerker ihre Waren anbieten. Das Schloss, das ihr hinter mir seht, hat eine total spannende Geschichte und auch dazu möchte ich euch in diesem Video etwas erzählen. Kommt gerne mit! Bevor ich mich auf den Weg zum Schloss mache, schaue ich mir erst noch hier dieses kleine Naturreservat an. Falls jemand von euch auch mal Hüsebybrück besuchen möchte, dem empfehle ich eine kleine Wanderung durch dieses tolle Gebiet. Das Schloss von Hüseby ließ Graf Hamilton erbauen. Es wurde 1844 fertiggestellt und ist damit sogar nur wenig älter als das Bauernhaus, in dem ich lebe. Das Dorf Hüseby wurde schon 1419 erwähnt. Damals war es ein Dorf, das von Bauern und Landwirtschaft dominiert wurde. Dort, wo das Dorf einst lag, befindet sich heute der große Parkplatz. Auf dem Parkplatzgelände hat man 2008 Überreste von 24 Häusern gefunden. 1629 ließ man in Hüseby ein Eisenwerk bauen und das war der Start in die Industrialisierung. 1867 kaufte Joseph Stevens das Anwesen. Einige Jahre später heiratete er Elisabeth Kreuger, die Tochter von Admiral Kreuger, der Kadettenkamerad von König Oskar II. War. Die beiden bekamen drei Töchter. Die älteste, Florence,
wurde 1881 geboren und erbte das Gut später. Ich lade euch jetzt zu einer Ruhmtour durch das Schloss ein, in dem die Zeit stehen geblieben ist. Florence Stevens war übrigens die letzte Gutsherrin hier auf Hüseby. Sie vermachte das alles dem Staat. Ihr Leben wurde von Skandalen begleitet. Dazu gibt es auch einen Roman, den ich gelesen habe. Hier seht ihr Florence, die letzte Gutsherrin. Sie wurde Fröken Florence genannt, also Fräulein, weil sie niemals geheiratet hat. Das Fröken war begeisterte Anhängerin der königlichen Familie und sie wählte Prinz Karl Junior zu ihrem Universalerben. Der Prinz erwies sich jedoch als schlechter Berater und mehrere Verwalter untergruben die Wirtschaft ökonomisch durch eine Reihe skandalöser Geschäfte. Denn leider war Florence viel zu leichtgläubig. Sie fiel auf skandalöse Geschäfte herein. Und gleichzeitig wurde Hüseby total heruntergewirtschaftet. 1956 beantragte der Stadtrat von Skattelöw die Entmündigung von Fröken Stevens, um weitere Kapitalzerstörungen des Eigentums von Hüseby zu verhindern. Den umtriebigen Verwaltern und Beratern machte man schließlich den Prozess und einige von ihnen erhielten lange Gefängnisstrafen. Dies nannte sich Hüseby-Skandal und verbreitete sich über die Landesgrenzen hinaus. 1976 erhielt Fröken Florence die Vormundschaft zurück und sie kämpfte für ihr Hüseby, das sie so liebte. Im Jahr 1979, Florence Stevens war fast 98 Jahre alt, verstarb sie und hinterließ das Gut dem schwedischen Staat. Der Staat zögerte jedoch zunächst und es dauerte 3 Jahre, bis Schweden diese Schenkung angenommen hat. Heute ist Hüsebybrück ein beliebtes Touristenziel. Fast 150.000 Besucher aus aller Welt kommen jedes Jahr. Während ich so durch das Schloss schleiche, erinnere ich mich an früher. Als ich ein kleines Mädchen war, hatte ich nämlich einen Berufswunsch. Ich wollte Prinzessin werden. Das kennen vielleicht viele von euch, also die Mädchen zumindest. Irgendwann habe ich dann festgestellt, dass der Beruf Prinzessin gar nicht zu erlernen ist. Und ich wusste, mein Vater wird sowieso nie König werden und einen Prinzen habe ich auch nicht getroffen. Heute bin ich froh, dass ich keine Prinzessin geworden bin. Ich glaube, das wäre mir viel zu anstrengend gewesen mit all den Verpflichtungen. Da bin ich lieber frei. Thank you.
So, nun aber zum Themenwechsel. Nun geht's auf den Weihnachtsmarkt und ich bin schon gespannt. In all den alten Fabrikgebäuden sind die Stände aufgebaut. Und immer wieder wird man an die längst vergangene Zeit erinnert. An den Ständen finde ich unheimlich viel Selbstgemachtes, aber auch Spezialitäten und die nicht nur aus Smallland. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas. Everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated. Since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in Ich habe hier auch einige Deutsche getroffen und die werde ich euch jetzt vorstellen und sie fragen, was sie denn von diesem Smalllands größten Weihnachtsmarkt halten. Ja, diese vier Damen aus Deutschland, glaube ich, oder sie werden es gleich berichten, habe ich hier getroffen und frage jetzt, wie gefällt euch Smalllands größter Weihnachtsmarkt? Sehr gut. Sehr gut. Wer bist du? Ich bin die Nicole, ich bin normal aus Deutschland, wir wohnen aber in Schweden seit 2014. Und wir sind jetzt mittlerweile, bin ich das sechste oder siebte Mal hier und es ist sehr schön. Und du bist? Hallo, ich bin Michaela, ich wohne seit 2 Jahren in Schweden. Bin heute das erste Mal in Husby. Und, wie ist ja einfach? Ja, gefällt mir gut, viele neue Sachen gesehen. Weihnachten ist schön. Ich bin Marisa, ich besuche Nicole und Michaela, bin nur 2-3 Tage hier. Und ich war noch nie hier und es ist natürlich ganz anders als in Deutschland die Weihnachtsmärkte und mir gefällt es auch sehr gut. Was ist denn anders als auf den Märkten in Deutschland? Hier ist es sehr viel Handwerk, was präsentiert wird und Kunst und regionale Sachen und in Deutschland sind das eher so Saufgelager. Und das ist die? Ja, ich bin die Sibylla. Ich wohne seit Juni auch in Schweden, Gott sei Dank. Und ja, bin das erste Mal hier in Husby. Gefällt mir sehr gut. Nicole, und
und was gefällt dir hier besser als an den Märkten in Deutschland? Gibt es Unterschiede? Ja, es gibt auch etwas, was mir nicht besser gefällt, und das ist, dass wenig Musik gemacht wird hier und manche Sachen nicht so geschmückt werden. Außer in Musicalbrook. Hier wird viel geschmückt, hier gibt es auch ein bisschen Musik. Und ich finde es nicht viel, viel besser, dass es hier mehr Kunst gibt und Handwerk, dass das verkauft wird, was die Leute hier machen. Und in Deutschland ist halt oft vieles kommerziell. Das ist hier schöner, viel schöner. Ich habe was vergessen, was mir hier fehlt. Glühwein. Der Glöck, ja, der schmeckt mir nicht, das ist wenig klein, süß, und der Alkohol, der fehlt manchmal. Ja, das stimmt. Also am Glöckstand hatten die keinen Glöck mit Alkohol. Nein, haben sie nicht. Und das fehlt manchmal, wenn es kalt ist. Hey! Okay, treffe ja Monika. Monika er svensk. Og Monika, kan du berätta, var er så kul i Husby? Att jag åkte hit med tyska vänner och aldrig varit i Husby tidigare. Så, och jag tycker att det är en fin marknad. Det är så mycket äkta hantverk. Inte massa kitsch, utan riktiga saker, fina saker. Mm. Tänker du att Husby julmarknad är den största i Småland? Det visste jag inte, men jag skulle tro det. Ja. Framförallt omgivningarna med alla husen och kulturen runt omkring är imponerande. Monika, är du ofta här? Aldrig. Första gången. Första gången med mig. Ja, tack vare Nicole. Jag berättade om din fina julmarknad här och hon följer med idag. Ja. Bara du inte här i Småland, Monika? Jo, i Småland, men inte. Alltså jag har inte varit på så mycket julmarknader. Det är kanske inte min grej. Ja, vad kul. Ja. Ja, tack för intervju. Tack och ha en bra dag. Detsamma. I Husby. Hej då. Hej. Jag vet inte varför de heter eller olika varandra. Det får man googla. Mein Rundgang ist beendet und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Ja, welches Fazit kann ich ziehen? Also der Weihnachtsmarkt in Husby ist wirklich einen Besuch wert. Zunächst habe ich einen Schreck bekommen, weil der Parkplatz total voll war und ich dachte, oh je, du musst jetzt in diese Menschenmengen. Aber ihr seht hinter mir, dass sich das auf dem Gelände ziemlich verläuft. In den Innenräumen ist es natürlich etwas voller und manchmal wird auch gedrängelt, aber da kann man ja dann
etwas warten, bis es wieder leerer wird. Zum Unterschied, die Damen haben es eben ja schon gesagt, es ist tatsächlich so, dass eben hier wenig Kitsch angeboten wird. Also es ist nicht der typische Weihnachtsmarkt, den ich mir jetzt vorgestellt habe, so wie ich das aus Deutschland kenne, sondern es ist eher ein Kunsthandwerkermarkt. Natürlich auch der ein oder andere Stand mit weihnachtlichen Dingen, aber eben vieles auch ohne irgendeinen Bezug zur Jahreszeit. Vielleicht kennt ihr Landpartien, also da, wo ich herkomme, gab es immer eine Landpartie an einem Schloss im Sauerland. Und so ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Es kostet auch Eintritt, man zahlt 120 Kronen, also etwas mehr als 12 Euro. Aber es lohnt sich wirklich. Vielleicht hat euch der Rundgang ja auch gefallen. Und ich sage bis zum nächsten Video. Hej då aus Schweden! Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Oh oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. Up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This year it's just